Am meisten motiviert mich, wenn ich morgens hier auf dem Parkplatz drauf fahre, meinen Namen auf dem Schild sehe und ich weiß, was ich geschafft habe. Ich bin Isaura Benotti, ich bin 31 Jahre alt und bin selbstständige Kauffrau bei der Edeka mitten in Hannover. Ich wollte Hebamme werden, weil ich es motivierend finde, schwangere Frauen bei der Geburt zu helfen. Die Plätze waren leider alle voll und dann war der Einzelhandel da und ich habe mich dafür beworben, durfte dann auch daran teilhaben. Klar war die erste Zeit nicht gerade spannend, aber nach kurzer Zeit habe ich schnell Verantwortung bekommen und die Motivation stieg immer mehr und mehr. Ich habe 3 Jahre Einzelhandelskauffrau gelernt bei der Edeka, habe dann einen Ausbilderschein machen dürfen, weil ich danach direkt einen Markt übernehmen durfte als Marktleitung und habe dann den Markt 2 Jahre lang geführt und ab da ging es aufwärts und durfte alle 2 Jahre einen Markt wechseln und somit ganz viel Erfahrung sammeln mit ganz vielen verschiedenen Menschen und habe dann den letzten Markt hier bekommen als Marktleitung und durfte dann nach 1,5 Jahren den Markt als selbstständige Kauffrau übernehmen. Ich fange morgens an mit meiner Obst- und Gemüseabteilung, räume sie komplett ein, bestelle dann dazu und gehe dann weiter rüber in den Markt, mache eine Prüfliste fertig und das machen wir jeden Morgen. Ich prüfe dann natürlich wichtige Zahlen, Abschriften, Umsätze, Börsenbestellung darf man nicht vergessen. Dann habe ich fast jeden Tag immer Vertretergespräche über verschiedene Aktionen, die wir starten. Zum Beispiel jetzt haben wir eine mit Wein oder Süßigkeiten. Und dann helfe ich noch den Mitarbeitern und gucke denen über die Schulter, wo sie auch Hilfe brauchen. Während meiner Ausbildung haben meine Eltern gesagt, ich bin mit Edeka verheiratet, weil ich immer einspringen wollte, wenn jemand krank geworden ist und somit immer einsatzbereit war. Und die sagen mir das bis heute noch, dass ich mit Edeka verheiratet bin. Deswegen war der Schritt zur Selbstständigkeit auch gar nicht so schwierig und ist mir sehr leicht gefallen. Meine Eltern haben mich arg unterstützt, auch wenn die nicht immer der Meinung waren, man sollte sich selbstständig machen, weil große Risiken da entstehen. Aber die haben letztendlich gesagt, wenn mich das glücklich macht, dann soll ich es doch wagen. Letztendlich kann ja nichts passieren. Und mein Team stand auch hinter mir und gemeinsam schafft man das auch eher als alleine und man muss ein starkes Team hinter sich haben und dann hat mich das ziemlich gestärkt. Zu meinen Mitarbeitern stehe ich so, dass ich möchte, dass sie motiviert sind, dass sie Spaß an der Arbeit haben und dass sie gefördert werden, weil durch Förderung haben sie mehr Verantwortung und mehr Spaß und es ist dann auch viel einfacher für uns Inhaber, dann so einen Markt zu führen. Ich versuche, meine Mitarbeiter mit diversen Seminaren zu fördern, Verantwortung zu übertragen, dass sie auch delegieren oder selber Mitarbeiter einarbeiten. Und zu guter Letzt habe ich mir einen Hund angeschafft, als Welpe mitgebracht. Und die Mitarbeiter sind total gut drauf immer. Es gibt keine schlechte Laune. Sobald man schlechte Laune hat, sind die nach 5 Minuten wieder gut gelaunt und bringt gute Laune mit hinein und jeder freut sich. Ich wollte so sein wie mein Marktleiter, das war mein Vorbild und ich wollte das auch in der Ausbildung ausüben und zeigen, dass ich es kann, weil es mir Spaß gemacht hat und ich einfach vorankommen wollte. Und die Edeka hat das gesehen, mein Ausbilder hat das gesehen und brauchte dann tatsächlich nur eine 3-monatige Einarbeitung und habe dann relativ schnell den Markt bekommen, was nicht üblich ist. Es freut mich am meisten, dass ich Entscheidungsfreiheit habe, dass ich selber gestalten darf und dass ich nicht immer den Hörer nehmen muss, um erst zu fragen, bevor ich eine Entscheidung treffe, bevor ich irgendwas machen möchte spontan. Ich komme hier rein und wenn ich eine Idee habe, setze ich sie sofort um. Ich habe einmal den Ausbilderschein absolviert von der IHK. Dann haben wir ein Seminar von der Edeka bekommen als Teamleiter für 1,5 Jahre. Und zurzeit besuche ich ein Existenzgründerseminar, was uns im Alltag unterstützen soll. Mein ursprünglicher Jobwunsch war ja Hebamme und ich glaube, da hätte ich mich nicht so entfalten können wie hier. Und früher war ich auch eher schüchtern und hier kann man sich ziemlich entfalten, sage ich mal so. Und es ist einfach jeden Tag was Neues. Es ist kein Tag gleich. Es hat sich sehr gelohnt. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich kann mich komplett entfalten. Ich bin mein eigener Chef und ich kann noch mehr meine Mitarbeiter motivieren. Und wir können uns alle weiterentwickeln und vielleicht noch einen zweiten Markt eröffnen. Und das ist so mein nächster Traum. Der Weg bis hierhin war nicht einfach. Wir hatten viel Personalmangel und diverse andere Probleme.
Ich habe mich durchgebissen. Der Weg bis hierhin hat sich gelohnt. Ich bin jetzt selbstständige Kauffrau und überglücklich. Die beste Entscheidung für mich war tatsächlich, im Einzelhandel eine Ausbildung anzufangen, mich weiterzuentwickeln, mich hochzuarbeiten und da zu stehen, wo ich jetzt gerade bin. Seid engagiert und motiviert bei der Edeka in Hannover und somit könnt ihr eure persönlichen Ziele von der Marktleitung bis hin zum selbstständigen Kaufmann und Kauffrau erreichen.